Die Ostallgäuer Kreisstadt Marktoberdorf und ihr Ortsteil Bertholdshofen haben mit einem starken überregionalen Verkehrsaufkommen zu kämpfen. Die Situation wird durch den landwirtschaftlichen Verkehr und den kurvenreichen Verlauf der B472 noch verschlechtert. Die Folgen daraus sind eine starke Lärm- und Luftverschmutzung für die Bewohner, aber vor allem eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit. Das staatliche Bauamt Kempten arbeitet seit langem an einer Lösung dieser Probleme. Seit 2017 wird eine Ortsumfahrung beider Ortschaften verwirklicht. Die Ortsumfahrung B16 B472 Bertholdshofen Marktoberdorf hat für den Landkreis Ostallgäu eine große Bedeutung. Sie hat insgesamt drei Funktionen. Das eine ist, sie bindet die beiden Bundesstraßen 16 und B472 an die künftig vierstreifig konzipierte Bundesstraße 12 an. Zweitens, sie verbessert die Nord-Süd-Verbindung aus dem Raum Marktoberdorf-Kaufbeuern Richtung Füssen. Und sie verbessert die Ost-West-Verbindung von Marktoberdorf kommend Richtung Schongau. Und drittens, sie entlastet die Ortszufahrten von Marktoberdorf und Bertholdshofen wesentlich vom Durchgangsverkehr. Kernstück davon ist der Tunnel Bertholdshofen, der den Ortsteil Bertholdshofen im Norden auf einer Länge von 600 Meter durch den Berg hin unterfährt. Im Anschluss an die Ortsumfahrung Bertholdshofen werden wir die Ost-West-Verbindung der Bundesstraße B472 weiter leistungsfähig mit einem dreistreifigen Ausbau verbessern. Aufgrund der besonderen Lage von Bertholdshofen war es nötig, einen Tunnel mit in die Streckenplanung einzuarbeiten, welcher nun das Herzstück des Projektes darstellt. Die Tunnelbauarbeiten laufen bereits seit Juli 2018. Wir arbeiten hier nach der Spritzbetonbauweise gemäß der neuen österreichischen Tunnelbauweise. Und das bedeutet, dass nach jedem kurzen Abschlag wir eine Sicherung der gesamten Tunnelröhre in der Spritzbetonschale erfolgt. Dadurch werden die Kräfte aus dem Gebirge zum einen um den Tunnel herum geführt und ins Gebirge wieder unten abgetragen. Zum anderen ist es natürlich notwendig, dass die Arbeiter hier bei ihrem Vortrieb geschützt sind, dass von oben nichts nachbrechen kann. Und das Zweite ist, dass damit auch größere Setzungen vermieden werden, die sich nach oben auf die oben liegende Bebauung auswirken könnten. Das ist der zweite Aspekt, warum wir uns nur sehr scheibchenweise in kurzen Abschlägen in den Berg voranarbeiten. Im Tunnelbau nach der neuen österreichischen Tunnelbauweise wird der Rohbau in kurzen Schritten, den sogenannten Abschlägen, in den Berg vorgetrieben. Zu Beginn wird die Baustelle nach oben abgesichert. Dies erfolgt in der Regel mit Spießen oder Rohren, die vorauseilend in den Fels getrieben werden und die zusammen einen Schirm ergeben. Unter ihm erfolgen die Abschläge, bei denen Material aus dem Fels gebaggert oder gesprengt und abtransportiert wird. Unmittelbar nach dem Schuttern, also dem Abtransport des ausgebrochenen Materials, erfolgt die Absicherung des Tunnels mit Armierungen und Spritzbeton. So wird der obere Teil des Tunnels, die Kalotte, bis zum geplanten Durchschlagspunkt in den Berg getrieben. In einem zweiten Vortrieb wird unter der Kalotte, ebenfalls durch die Schritte Sichern, Abschlag, Schuttern und Wiederabsichern, die Strosse erstellt. Die Länge der Abschläge und die Art des Ausbruches richtet sich nach der Beschaffenheit des Gesteins. Geologen untersuchen jeden Abschlag und beraten die Mineure. Zusammen bilden beide Vortriebe den Querschnitt des Tunnelrohbaues, in welchem dann der eigentliche, später sichtbare Tunnel errichtet wird. Sicherheit hat beim Tunnelbau die höchste Priorität. Aus diesem Grund wurden Experten im Bereich Geologie zugezogen. Der Tunnel Bertholdshofen befindet sich in der Allgäuer Voralpenlandschaft, wo sich vor etwa 15 Millionen Jahren Sedimente der Alpen Verwitterungsprodukte abgelagert haben und wir haben hier auch im Vortrieb Süßwasserschneckenreste gefunden, die das belegen und teilweise Erosionsrinnen von Flussläufen, die das Ganze bestätigen. Die Gesteine haben eine besondere Eigenschaft,
Sie zählen eigentlich zu den Halbfestgesteinen und haben einen sogenannten veränderlich festen Charakter. Das heißt, wenn sie bei Wasserzutritt und Austrocknung und Wiederbefeuchtung unter diesen Bedingungen geraten sollten, dann zerlegen sie sich und zerfallen im Minutentakt, wenn man so will. Der Tunnel wird von zwei Seiten quasi gleichzeitig gebaut. Das längere Teilstück ist hier von der Nordseite. Hier arbeitet man sich 400 Meter in den Berg hinein. Ist mit der Vortriebsleistung der bessere Abschnitt, weil man hier mehr Tunnelstrecke an einem Tag schafft. So um die 2,40 Meter. Von der Südseite ist der Baugrund anspruchsvoller, weil er deutlich lockerer ist. Hier muss man mehr absichern. Dort schafft man einen guten Meter am Tag. Deswegen ist die Vortriebsstrecke von Süden auch nur 200 Meter lang, sodass man sich jetzt nach 10 Monaten Bauzeit von beiden Seiten in der Mitte trifft. Geplanter Abschluss des Projektes liegt Ende 2021. Was ist von den Ortsumfahrungen B16 und B472 zu erwarten? Ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die beiden Ortsumfahrten Bertholdshofen und Marktoberdorf künftig vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Das hat natürlich den Vorteil für die Bürger, die an diesen Straßen wohnen, dass sie von dem Lärm und auch von dem Abgasen und Feinstaub entlastet werden.